dürfen zu mir herschauen. Für mich ist Geld schon wichtig, weil sonst könnte ich mir mein ganzes Hobby halt auch nicht mehr leisten. Ja. Eigentlich weiß man nie so wirklich, wer kommt oder was kommt. Oh Gott. Hallo, ich bin die Melli, bin 24 und arbeite als medizinische Fachangestellte in der Psychiatrischen Institutsambulanz in Regensburg. Okay. Ja. Ich wohne noch bei meinen Eltern im Haus und muss deswegen auch keine Miete zahlen, zum Glück. Ja, das schaust du schon. Oh. Bisschen überfordert, glaube ich. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu dreckig. Das ist mein eigenes Auto. Habe ich eigentlich hauptsächlich gekauft, damit ich einen Hänger fahren kann, wegen dem Pferd. Und die Hälfte habe ich angezahlt, direkt. Und den Rest finanziere ich jetzt. Morgen! Ja, erstmal den anschalten, dass der dann gleich hochgefahren ist, wenn die Patienten kommen. Und dann nimmt sich jeder von uns eine PNA. Genau, die müssen wir immer dabei haben, falls ein Notfall ist, dann geht da der Alarm los. Wenn irgendwie ein Patient ein bisschen rumschreit oder jemand umkippt. Genau, in solchen Fällen, wo man einfach Hilfe braucht von anderen. Ich arbeite als medizinische Fachangestellte in der psychiatrischen Institutsambulanz. Also wir behandeln die psychisch kranken Patienten, Autismus, ADHS, Schizophrenie, Depressionen, Borderline, Zwangsstörungen. Also wir machen eigentlich wirklich alles. In der Früh schauen wir dann immer, wer sich hier an die Anmeldung hockt oder wer Telefon übernimmt. Da wechseln wir uns eigentlich immer durch. Genau, und jetzt heute mache ich mal die Anmeldung. An der Anmeldung ist natürlich ja am blödsten eigentlich, wenn die Programme nicht gehen oder der ganze Computer nicht geht, weil man halt die Patienten nicht annehmen kann, keine Karten einlesen kann, eigentlich gar nichts machen kann. Franzi, Hilfe, oh Hilfe. Das ist so typisch. Was passiert? Mach einfach vielleicht auf Ja. Und das jetzt 100 Mal. Ich mach schnell einen Test im Labor. Ich tue einfach neu starten. Super. Hallo. So, bitte. Hallo, bitte. Wie ist das Geburtsdatum? Hallo. Das Geburtsdatum von Ihnen? Ja, genau, die Karte bräuchte man noch. Dankeschön. Überweisung auch dabei. Gut, dann einmal rechts auf den Stühlen kurz Platz nehmen. Es ist eigentlich schon jeden Tag recht ähnlich, nur dass halt einfach verschiedene Patienten kommen. Aber sonst machen wir eigentlich schon jeden Tag ziemlich das Gleiche. Bezirksklinikum Gießer, hallo. Es geht um den Termin vom Herrn J. Den müssten wir leider verschieben. Hallo? Okay. Dann halt nicht. Super. Das passiert ganz oft, dass die dann pissig werden oder dann einfach auflegen. Wir haben immer ganz viel Schokolade da. Leider. Wir versuchen manchmal, wenn es aus ist, dass wir nichts mehr kaufen, aber eigentlich kaufen wir dann trotzdem wieder was. Jetzt kommt eine Patientin für die Po-Spritze. Die richte ich jetzt her und dann bekommt sie die. Die ist schizophren und das ist das Mittel, das ihr am besten hilft. Bei der Spritze, das ist alles schon fertig, das wird nur einmal durchgeschüttelt und mehr muss man bei der gar nicht herrichten. Gut, genau. Ist ein bisschen kalt? Ja. Okay. Geht's? Dann haben wir es schon. Genau. Dankeschön. Gerne. Tschüss. Genau, mehr ist es dann eigentlich gar nicht. Also kriegt wirklich nur die Spritze und dann gehen sie auch gleich wieder heim und in 4 Wochen kommt sie dann wieder. So, dass sich neu starten zum Beispiel.
Der PC wird mehrere Male neu gestartet. Ganz was Neues. Ich weiß nicht, wie ich die auf die Liege heben soll. Ja. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir einer da umkriegen. Probieren wir es? Ja. Ja. Super. Super. Genau, die holen wir mit dem Gepäck. Super. Brauchen Sie einer keine Sorgen machen. Gell? Wir sind nicht weit weg. Was ist mit der Patientin? Die kam für die Depotspritze und der geht es nicht so gut gerade, musste sich übergeben. Jetzt haben wir es in unser Labor und hoffen, dass schnell jemand kommt. Wie lange denn noch? Jetzt hat. Juhu! Jetzt wieder. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Wie ist der Name? Wie ist das Geburtsdatum? 'Sperren wir gleich wieder auf, wenn Franzi da ist. Dann geht's weiter wie vorher. Ich habe Ausbildung schon hier gemacht und es ist halt leider schon so, dass man einfach in der Praxis viel weniger verdient als in einem Krankenhaus und deswegen werde ich auch hier bleiben erstmal. Momentan sind es 2.900 brutto, also 2.000 netto. Also was ich jetzt so von Freunden und Bekannten weiß, die kriegen alle so um die 1.600 netto. Also das ist schon ein ziemlicher Unterschied dann zu einem Krankenhaus. Wenn man halt auch mit anderen Berufen manchmal vergleicht, was die verdienen, dann wäre es schon cool, wenn man mehr verdienen würde. Die Patientin wurde immer noch nicht abgeholt. Da warten wir jetzt immer noch, bis der Krankentransport kommt. Ich hoffe mal, dass es nicht mehr so lange dauert. Gibt's ja nicht, dass sie die so lange hier warten lassen. Normal, wenn es kein Notfall ist, werden halt die Transporte einfach nacheinander abgefahren. Und dann kann es schon mal sein, dass es ein paar Stunden dauert, leider. Ah ja, doch, jetzt sind sie da. Gut. Hallo. Hi. Ach so, ja. Gut. Und dann ziehen wir sie einmal rüber auf unsere Liege. Machen wir das so. Passt. So, machen wir so. Jetzt tun wir mal den aufstellen und zu uns um. Super, klasse. Und hopp. Jawohl. Das ist fürs Heim, den Transportschein hat Kollegin gerade noch mal mitgenommen, weil er Kreuz gefehlt hat. Jetzt haben wir ihn. Super, danke. Also wir sind schon froh und die Patientin kann endlich nach Hause ins Heim und ist für sie ja dann auch angenehmer. Eigentlich hätten wir 38,5 Stunden. Also wir haben dann Überstunden und da kann man sich dann halt auch mal einen Tag frei nehmen oder mal eher heimgehen. Du hast da auch eine Überstunde, sprich nichts dagegen, dass du früher gehst? Ja, okay. Wenn ihr mich alles so zwingt. Bis morgen. Ich freue mich eigentlich schon immer drauf, wenn der Tag vorbei ist, weil ich mich halt auf den Stall freue. Ich habe schon mit 7 oder so angefangen, habe dann aber 3 Jahre Pause gemacht und dann mit 18 mir eben wieder ein Pferd gekauft. Ja, seitdem bin ich eigentlich so gut wie jeden Tag im Stall. Die heißt Wodka Lady. Hast du dir den Namen ausgedacht? Nee, die hieß schon so, wo ich sie gekauft habe. Okay, du stehst in der falschen Box. Du wohnst doch da. Also ich mache jetzt Dressur und Springen. Genau, also die läuft beides am Turnier. Momentan nicht, weil die ein bisschen verletzt ist. Aber ein bisschen spazieren gehen darf sie und auf Koppel. Jo. Mehr leider nicht. Ja, jetzt würde ich mal hochschauen, wer sonst schon so da ist. Dann wahrscheinlich nur einen Sekt trinken und dann irgendwann heimfahren. Hey, bist ja nur du da? Da ist ja der Albert. Albert!
würde ich jetzt schon sagen, dass es sich lohnt. Weil ich einfach mein Hobby mit der Arbeit gut verbinden kann und es auch vom Geld okay ist. Aber wenn ich jetzt in der Praxis arbeiten würde, dann glaube ich, würde es sich nicht wirklich lohnen. So, das war's von mir. Weitere Videos gibt's da und da. Und abonnieren nicht vergessen. Oh Gott, ist ja noch schlimmer als das vorher.